Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Ja, noch ist es Wochenende, noch habe ich ein wenig für euch hier am Wochenende Zeit gefunden. Ja, und warum sage ich noch? Ja, weil es dieses Mal, diesen Monat, es nicht geklappt hat mit der Community-Herausforderung. Ihr kennt vielleicht meinen Kanal schon, wenn man hier Follower ist, kriegt man Gari-Punkte. Diese Gari-Punkte kann man für Belohnungen eintauschen und für die Community-Herausforderung. Die hat leider nicht funktioniert. Wir sind bei 67% stecken geblieben. Und die Community-Herausforderung hieß im April am Wochenende streamen. In der Regel streame ich nämlich nur Montag, Mittwochs und Donnerstags. Und es hat leider nicht geklappt. Leider haben nicht genug Leute 80.000 Punkte zusammengetragen. Ja, wir sind gerade mal noch nicht mal bei 70%. Also von daher, die Community-Herausforderung sage ich jetzt ab. Die Punkte gibt es zurück an die Leute, die dort Punkte reingesteckt haben. Ihr habt nichts verloren, alles ist gut. Aber vielleicht schaffen wir es dann im Mai. Und pünktlich zur Unterrichtsvorbereitung habe ich eingeschaltet hier für Silberkind. Hallo Silberkind, schön, dass du da bist. Und ja, das ist ja faszinierend. Du fängst also um 21.30 Uhr die Unterrichtsvorbereitungen an. Okay, finde ich gut. Was musst du denn diesmal vorbereiten? Was gibt es denn nächste Woche für Schönes im Unterricht? Welche Klassen unterrichtest du eigentlich? 1, 2, 3, 4? Also A, B, C und so? Oder auch dann wirklich schon richtig die vierte Klasse, wo sie schon ein bisschen was können oder so? Ja, und ich würde sagen, wir geben erstmal die Punkte zurück, damit das ganze Thema erstmal durch ist, die Kanalpunkte. Wir starten auch sofort die nächste Community-Herausforderung. Diesmal wieder mit ein paar weniger Punkten, dass wir es vielleicht auch schaffen beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal nehmen wir nämlich wieder 20.000 Punkte weniger. Also im April hat es nicht geklappt, Ziel ist nicht erreicht. Wenn diese Herausforderung gelöscht wird, erhalten die Teilnehmer 53.768 Kanalpunkte zurück. Und damit, zack, habt ihr die Punkte wieder bekommen. Das hat also schon mal gut geklappt. Aber ich muss einfach sagen, ja, 80.000 war vielleicht viel. Wir haben aber auch schon weit über 100.000 geschafft in einem Monat. Deshalb habe ich gedacht, das schaffen wir. Und wir machen das Ganze jetzt nochmal mit 60.000. Mal gucken, ob das klappt. Nämlich für den Mai. Ja, am Wochenende im Mai streamen. So, das könnt ihr jetzt freischalten, wenn ihr 60.000 Punkte, Community-Punkte zusammenbekommt. Ich muss das kurz schreiben, damit ihr das auch ein bisschen lesen könnt. Streame ich entweder Freitagabends, Samstagsabends oder Sonntagsabends. Am Wochenende also für euch mindestens 3 bis 4 Stunden. Wir sehen uns dann also auf jeden Fall am Wochenende. Heute werde ich auch 2, 3 Stündchen streamen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich heute jetzt nur Viertelstunde streame. Wir zeigen ziemlich viel, oder ich zeige ziemlich viel heute von der neuen Geschichte, wo ich so dran bin, im neuen Kontinent. Ich zeige viel vom Abenteuerfoliant, viel aber auch von den End-Dungeons sozusagen, was hier also an Ratgeberquests gerade zu sehen ist auf meinem Bildschirm. Der Würfel, was ist das? Und ja, was es noch sonst so gibt. Wir gucken gleich mal drauf. So, streame ich am Wochenende im Mai 2022? Das ist die Frage. Ja, wenn ihr das also schafft, dann machen wir das so. Einfach die Punkte, die ihr übrig habt von den Gari-Punkten, die ihr vielleicht nicht für eine Belohnung eingetauscht habt, wie ein Witz oder für, ja, ohne Waffen oder Housing-Besuch und was es so alles gibt bei mir. Genau, einfach in die Community-Herausforderung und sie ist gestartet. Jetzt könnt ihr also die Punkte einsetzen, alle anderen haben die Punkte zurückbekommen von der letzten. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt im April viel am Wochenende streamen werde. Ich glaube nämlich nicht, weil es kommt Ostern, Osterferien werde ich viel unterwegs sein. Osterferien werden viele von meinen Verwandten hier sein. Von daher passt mir das ganz gut, dass wir die nicht geschafft haben für April. Deshalb
kann ich mir nämlich mal einfach ohne schlechtes Gewissen frei nehmen am Wochenende. Und ihr habt dafür keine Punkte ausgeben müssen. Das ist doch super. Jetzt wisst ihr Bescheid. So, dann würde ich sagen, jetzt ist die neue Community-Herausforderung da. Da steht jetzt was von Mai. Genau, jetzt passt es. Und hallo Oni, schön, dass du da bist. Das freut mich aber auch. Hier ein Lost Ark-Spieler. Fast der ersten Stunde, ne? Jetzt auch hier wieder beim Zuschauen. Ich versuche mich heute an den Ratgeber-Quests und danach gehen wir auf einen anderen Kontinent. Wir sind ja hier mal wieder in der Burg Lutera. Aber ich bin mittlerweile auch schon hier in Nordvern. Gerade so in den ersten Gebieten. Im Hafen müssen wir noch viel machen. Im Burgvern müssen wir noch viel machen. Ich arbeite mich durch die Guides bezüglich Kochsachen, bezüglich ja, Dungeons, Weltbosse, was alles so auf uns wartet. Mokoko-Samen, Sammel-Items, aber das alles dann nochmal später. So, jetzt zeige ich aber, wo ich am meisten dran bin. Am meisten möchte ich gerade die 100% hier bei Retramis schaffen. Dafür fehlen mir auch nicht mehr viele Sachen, nämlich eigentlich nur noch 2 plus 3, also 5 Items hier aus den Sammelstücken. Die kosten mich aber jeweils 50 Gold. Das heißt, ich brauche 250 Gold. Ich hoffe, die kriege ich irgendwann mal zusammen. Die gibt es immer, ha. Aber ich finde sie halt nie. Deshalb muss ich da was für tun. Aber dann hätten wir den ersten 100er und die erste Igena-Marke aus Retramis. Ihr kennt ja vielleicht die Sammel-Items. Die sind halt wichtig, diese Sammel-Items. Igena-Marken. Und dann gibt es hier den weißen Skarabäus. Was ich gefunden habe in den letzten Tagen, ist dann nochmal beim Craften so zwischendurch hier diese Weltenbaumblätter. Davon habe ich jetzt schon wieder welche gefunden. Aber 12 Stück habe ich immer noch nicht. Da muss ich also mehr dran tun. Ich bin bei 8. Ja, noch 4 Mal. Ich müsste viel mehr hier sammeln, Relikte machen und angeln. Weil da habe ich noch kein einziges Weltenbaumblatt gefunden. Und mal gucken. Vielleicht angle ich mal ein bisschen mehr. Wenn ihr eine Gilde sucht, hier auf Asta. Auf dem Server bin ich unterwegs. Da ist es so, dass ich eine Gilde habe. Wir haben noch 2 Plätze frei. Mehr ist nicht mehr da. Und genau, wir sind kurz vor Level 4. Dann haben wir wieder 2 Plätze mehr. Und hier gibt es zum Beispiel Angelquests. Da habe ich viel Angeln geskillt. Aber es gab trotzdem kein Weltenbaumblatt. Ich bin mal gespannt, wann ich mal sowas kriege. Es wird bestimmt ganz schön schwer werden. Aber ich bleibe dran. Jetzt müssen wir aber hier verzerrte Dimension Geheimnisse des Würfels machen. Damit meine Gilde nochmal 300 EP kriegt, müssen ein paar Würfel-Dungeons gelaufen werden. Und dann seht ihr, hier sind Umas Aufgaben. Auf Maximallevel kann man ja tägliche Aufgaben für Uma erledigen, wöchentliche. Und dann hat man einen Rufstatus. Und das hier sind diese Gildenaufgaben. Und da bin ich gerade dran. Ich habe mir mal diese Würfelquest hier angenommen. Weil ich habe gesehen, ich lerne jetzt wohl langsam mal Würfel-Dungeons. Ja, das ist also das Interessante. Ich habe hier ein paar Ratgeber-Quests und ich bin vom Level her langsam so weit. Über 340 vom Item-Level her. 420 versuche ich zu erreichen. Das seht ihr hier in dieser Aufrüstungsaufwertung. Ja. Da sollen wir Gegenstandsstufe 420 schaffen. Und hier seht ihr jetzt, was wir als erstes machen. Schließe den Canyon der Dämonenbestien im Abgrund-Dungeon ab. Das alte Elveria. Im Abgrund-Dungeon kannst du Materialien erhalten, die du für die Herstellung von Abgrundausrüstung erforderlich sind. Ah ne, die für, ja genau. Die Bosse, denen du dich an jedem Portal stellen musst, sind mächtig. Aber keine Sorge, du kannst den Abgrund-Dungeon jederzeit wiederholen, sobald du scheiterst. Wir gucken mal, ob das klappt. Ich kenne die noch nicht. Ich kenne die Chaos-Dungeons. Und beim letzten Mal haben wir, ich zeige es euch gerade kurz mal, habe ich den Turm gelaufen. Ja, also hier, boah, war eine Lauferei, hier den Turm. Und da seht ihr, ich bin bis Stufe 9 gekommen. Aber Stufe 10 darf ich noch nicht machen, weil ich keine 380 Item-Level habe. Das heißt, hier muss ich auch noch das Item-Level verbessern, damit ich überhaupt weiterkomme. Das sind dann Turm-Dungeons, ja, einfach nur Ebenen, die man wegballern muss. Also der Turm. Ihr merkt schon, ja, ganz viele unterschiedliche Sachen. Bis jetzt Chaos-Dungeon, Wächter-Raids, Turm.
So, jetzt kommt noch dazu, was ihr gerade gehört habt. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Abgrund-Dungeon. Genau. Hier haben wir noch Boss-Rausch. Das kenne ich noch gar nicht. Dann ist hier ein Würfel-Dungeon. Wir versuchen einfach mal, was er sagt beim Würfel-Dungeon. Da sagt er nämlich, du musst die Ratgeber-Quest erst erledigen. Und die haben wir noch nicht erledigt. Deshalb gehen wir jetzt mal erstmal hinten ins Abgrund-Dungeon. Uni schreibt schon die Entschädigung angenommen wegen der Serverwartung. Seit wann kosten die so viel? Die Sammelstücke kosten 50 Gold so circa. Leider diese blauen aus der ersten Region. Und da ist auch Uni auch. Uni sehe ich gerade hier. Sehr cool. Uni ist zu Besuch gekommen hier. Gerade mal ganz schnell. Und das ist auch das Schöne. Man kann hier wirklich mit der rechten Maustaste Steuerung drücken und dann sagen, okay, ich möchte mir mal Uni angucken und dann seht ihr auch Uni, boom. Der hat ein paar mehr Itemstufen als ich. 1345, ganz, ganz gering mehr, aber auch noch kein goldenes Item. Ne? Also ich muss ja sagen, Uni, wo ist dein erstes goldenes Item? Relikt heißt das dann, ne? Oder mystisches Item oder so. Ich bin ja ganz verwirrt. Hat man dann noch nicht? Ne, bei 1400 fängt das mit den goldenen Items an oder so, ne? Aber cool, dass du vorbeigekommen bist. Was meinst du? Willst du mithelfen bei so einem Abgrund-Dungeon? Kann man das zusammenlaufen? Hier ist der Eingang zum Abgrund-Dungeon. Ihr seht es hier, ne? Und hier steht auch jetzt. Die Quest, sie müssen... Moment. Sie warten, er geht abschließen, um den Abgrund-Dungeon durchzuführen. Ne? Und da ist jetzt einfach der Punkt. Wir müssen immer gucken, welche Quests haben wir denn hier beim Ratgeber? Welche müssen wir da noch machen? Und kommen wir da überhaupt weiter? Weil manchmal ist man wirklich von den Quests abhängig, von den Hauptstorylines. Und die muss man erstmal durchhaben. Ich habe hier zwar eine Quest von Trixion, ja, also von diesem Engel sozusagen, der uns am Anfang die Klasse gegeben hat, aber das hat nichts mit dem Würfel zu tun. Und das hier auch nicht. Das heißt, ich muss jetzt wohl erstmal hier machtlose Anhänger weiterspielen. Nämlich in der Taverne, in Nerias Taverne. Naja, deine legendären wirst du ja wieder weg, wenn du nächste Stufe bist, ja? Ich meine, das Wichtige bringt dir ja eh nichts. Aber ich kann ruhig mit. Das Wichtige bringt mir da eh nichts mehr. Okay, die ersten Dungeons kann man die extra Belohnung nur bis 860 bekommen, Gold oder so. Ah ja, das weiß ich halt nicht alles genau bis jetzt. Ich weiß nur... hier sind wir jetzt noch nicht möglich, ne? Ihr seht, Abgrund-Dungeon soll ich zwar machen, kann ich aber nicht. Ja, weil ich einfach im Moment nicht die Möglichkeit habe, dort reinzugehen. Und auch den Turm konnte ich zwar machen, aber auch nicht komplett. Würfel kann ich nicht machen. Trotzdem sind das immer alles Aufgaben, die ich machen soll. Und man wird halt einfach auch ein bisschen durch die Items gebremst und durch die Quests gebremst, wenn man noch nicht weit genug hat. So, und hier seht ihr jetzt mal... Ne, Moment, ich muss gerade ein bisschen hier Schrott wegräumen. Ist ja gar kein Schrott. So. Hier seht ihr jetzt mal, ich bin halt jetzt bei 83 so bei den meisten Items und jetzt muss ich eigentlich die nächste Stufe erreichen. Ne? 420 ist das, was eigentlich das Ziel der Sache ist gerade im Moment. Deshalb aufwerten, zack. Und Harmoniesprungsteine. Hier braucht man jetzt schon 3 statt nur 2. Deshalb wird es immer teurer, hier weiterzukommen. 400. Und jetzt versuchen wir das natürlich auch noch auf 420 zu knacken. Und Verstärken der Ausrüstung. Jetzt ist es soweit. So müssen jetzt alle meine Items werden. Diese Stufe muss ich jetzt bei jedem erreichen, damit wir wieder in neue Inhalte rein können. Und das geht nicht so einfach, weil mir fehlen immer diese Harmonie-Sprungsteine. Die sind immer... Dafür muss man immer in Dungeons laufen. Oder die jeweiligen Quests erledigen. So. Das Gute ist, ihr habt es gerade gesehen, jetzt sind wir schon wieder 376. Ja? Also schon wieder einen Riesensprung gemacht. Ja, weil wir einfach gerade mal 60 Stufen für alle Items im Schnitt erhöht haben.
So, 840, dann fallen Belohnungen weg. Aha, selbst wenn ich downgieren würde, das höchste Gear zählt, das man hatte. Ah, okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. So, wir machen jetzt also weiter da, wo die... Nein, machen wir noch nicht, sorry. Wir machen jetzt doch nicht die Quests, weil das Problem ist einfach, es überflutet einen das Spiel immer wieder mit neuen Quests, auch in den alten Gebieten. Ja, ihr seht hier zum Beispiel im Palast von Ulterra ist gerade eine Quest hier auf. Ich soll Terrain aufmuntern. Dann in der Kathedrale von Kadan ist eine Quest aufgegangen. Und hier, ja, bei Neria ist auch eine Quest aufgegangen. Also in den Startgebieten, ja, wo man eigentlich dachte, Mensch, jetzt sind wir doch aus Rithramis raus. Ne, Neria haben wir jetzt endlich auch mal auf Maximum hier. Wir brauchen nicht mehr hier nach Lutera. Nee, man kommt in die Hauptstadt zurück, portet einfach hier hin und sieht, Mensch, jetzt haben die da schon wieder was Neues auf. Bedeutet, jetzt machen wir natürlich erstmal Lutera wieder fertig. Ne? Ist ja klar. Also Uni, du brauchst jetzt nicht zu warten oder irgendwie so, weil ich spiele jetzt erstmal ein bisschen Storyline. Ich wollte mich jetzt nicht so in die Dungeon sofort reinstürzen. Weißt du, wie es den anderen damit wir ein bisschen weiterkommen. Wir könnten natürlich auch die Hauptstory auf dem auf Wern weitermachen, aber wir haben nun mal wieder im Grundgebiet neue Quests. Es ist halt echt heftig, was die hier reingebaut haben ins Spiel. So, deshalb gucken wir mal, was haben wir denn hier für eine Beziehungsquest? Zeigt euren Liebsten, wie viel sie euch bedeuten. Du bist da. Ich weiß, es ist für viele sehr langweilig, immer nur so die Quest zu gucken und sowas, aber die bringen mich halt auch weiter. Die haben manchmal Goldbelohnungen, die bringen manchmal Abenteuerfoliant-Belohnungen, ne? Gerade hier, die jetzt in Ostlutera, hier bei ihr hier, brauche ich halt noch Ruf. Ja, ich muss halt Neria hier hochhauen, ich muss halt Vivien hier hochhauen, vom Ruf her, von der Beziehung her, damit ich irgendwann mal diese Statue von meinem Haus kriege. Oder auch die Igena-Marke, Ignea-Marke. Darum... Es muss sein, auch wenn es lästig ist. Aber die Quests sind ja meistens ganz interessant. Die kriegt nämlich immer Briefe von jemandem. Und genau, dieser Priester, den haben wir schon erkannt. Das war ein böser Priester, ja, der irgendwie nicht hiermit klarkam. Aber mal gucken, was sie jetzt wieder hat. Eine neue Quest nämlich. Folge wieder. Nach dem dritten Brief, dritter Quest, kommt wieder was Neues. Kesselfort sucht dich. Er hat herausgefunden, wer die Briefe verschickt hat. Ja, das war ein Priester im Keller, den habe ich ja selbst gesehen. Ich mache mir Sorgen. Was ist, wenn du wegen mir verletzt wirst? Mir wird nicht zustoßen. Mir wird es gut gehen, ich bin die Königsritterin. Hoho. Ja, Gariane, du bist die größte Ritterin in Lutera. Ich weiß das, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um dich. Bitte übertreibe es nicht. Begib dich für mich nicht in Gefahr. In Ordnung? Gucken wir mal. Oh, da kriegen wir 600 Beziehungspunkte. Das ist ein Schub, aber ihr seht, die braucht 5200. Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, 10% immerhin. Wir könnten ihr auch viele Geschenke geben, aber die Geschenke, da warte ich immer mit ab, bis sie dann auch ihr Geschenk, was gerade für Neria auf Burg Lutera wichtig ist, kriegen kann und ich dann endlich mal die 150 knacke. Bei Güte, bei Charisma. Ach, ich muss einfach weiterspielen. So, aber Musik, ne? Geht immer. Kleinvieh macht auch Mist. Nach mehreren Tagen. Ich glaube, beim König braucht man irgendwie 96 Tage hintereinander. Immer alle Aktionen. Und das geht gar nicht, weil der ist auch hinter so einer Toll, wenn es in der Taverne nach Quest blockiert. Anstalten einen Ball oder sowas. Also Terrain dauert zum Beispiel sehr lange, selbst wenn man den jeden Tag alles vorspielen könnte und Emote zeigen könnte, kriegt man den König ganz, ganz lange nicht auf die höchste Beziehung. Darum wird es auch ganz, ganz lange dauern, diesen Ostlutera auf die höchste Stufe zu kriegen. Weil hier ist Terrain mit drin, der König. Ne? Also ist halt crazy, dass man da so Hürden hat. Okay, jetzt aber. Wir sollen zu Kesselfort. Dann gehen wir erstmal in die Kathedrale, die andere Quest noch annehmen. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen ein Komplettierer. Weißt du, wie es den anderen Kontinenten ergeht? Ich habe halt viele von meinen Freunden, die ich jetzt mal so im Real Life getroffen habe, die auch Lost Ark spielen. Die sagen mir halt, oh nee, Nebenquest, nee, Beziehung, Zauberfolie, Abenteuerfolie, nö.
Ich bin 50, ich laufe die ganze Zeit Dungeons, ich habe Stufe 1398, 4.477 beim alten Level. Ja, ist ja schön, aber ich finde, das kann doch nicht alles sein im Spiel, ein Item-Level hochzukriegen. Man muss doch auch... Es ist so schön vertont, es ist so schön verstecktes manches, so viel zu sammeln, so viel zu erleben. Warum macht man nur die Item-Level? Ich finde es schade, wenn man so ein Spiel nur wegen... Komm, ich laufe noch ein Chaos-Dungeon, habe ich nochmal 20 mehr, nochmal ein Chaos-Dungeon, habe ich nochmal 30 mehr... Finde ich irgendwie langweilig. Geht, ja, so spielen es viele, aber ich halt nicht. So, achso, die Community-Herausforderung läuft, ne? Wenn ihr gerade Punkte zu viel habt, könnt ihr unten auf den lila Kreis drücken. Ihr könnt aber auch andere Sachen eintauschen oder ihr gönnt euch einfach Lost Ark hier gemütlich bei mir. So, in dieser Kathedrale befinden sich besiegte Dämonen, die während des großen Krieges fielen. Sie wurden in den Keller verbannt. Weißt du, wie der Krieg begann? Nein. Dann schenke mir einen Moment deiner Zeit. Ich werde dir etwas erzählen, das dir helfen könnte, Königsritterin. Okay. Lausche der Predigt, erfahre mehr über den Hohlkrieg. Wie kamen die Dämonen hierhin? Okay. Die Hohlfrucht stammt vom Potekul-Baum, der nur in tropischen Regionen wächst. Diese Frucht ist innen hohl. Der langwierige Streit, der den großen Krieg vorausging, wurde Hohlkrieg genannt. Hohlkrieg? Er wurde von Thermer dem Dritten geführt, dem Papst von Sakria, vor mehr als 5 Jahrhunderten. Er ist als ein sinnloser, hohler Krieg bekannt, wie der Name schon sagt. Er schadete alle Beteiligten. Historiker haben verschiedene Meinungen zu seinen Motiven, aber sie alle stimmen darin überein, dass der Papst auf der Suche nach der Arche war. Und was hat das mit dem großen Krieg zu tun? Der Hohlkrieg sorgte für immenses Leid in ganz Arkesia und als Resultat erwachten die Wächter. Alle Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind so voller Widersprüche, dass es schwierig ist, die Wahrheit herauszufinden, ganz zu schweigen von all dem, was über die Jahre verloren gegangen ist. Vielleicht sind die Wächter ursprünglich eingeschritten, um die Ordnung wiederherzustellen. Aber sie waren einfach zu stark für diese Welt. Dadurch rissen sie ein Loch in das Raumzeitgefüge. In ganz Arkesia und Petrania. Okay, Petrania kenne ich gar nicht. Ja, direkt nach Ende des Hohlkriegs fielen die Dämonen ein. Dieser neue Krieg dauerte gefühlt eine Ewigkeit an, bis der Gründer Lutheras die Sternboten vereinte und den sogenannten Großen Krieg beendete. Herrje, wo ist nur die Zeit hin? So, und fertig. Ja, das war einfach nur so ein bisschen Geschichte zu den Dämonen, zu diesem Hohlkrieg. Ja, warum er jetzt aber anfing, ich habe es immer noch nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt. Die hat irgendwas von Früchten erzählt und dann hat sie gesagt, er hat den Krieg angefangen. Ui, und Opa Rainer ist da. Opa Rainer hat sein Abo hier verlängert. Dich und seine Majestät auch mit solchen. Vielen lieben Dank, Opa Rainer. Im 12. Monat abonniert. Ein Jahr ist er dabei, Opa Rainer. Vielen lieben Dank für dein Resub. Schön, dass du eingeschaltet hast. Danke für deine einjährige Treue. Wie cool ist das denn? Sehr nice. Und Silberkind hat 2000 Punkte zur Herausforderung gepackt. Unigam auch. Also, jetzt geht die Herausforderung für den Mai schon los. Ja, was er im April jetzt schafft, seht ihr mich im Mai am Wochenende. Mal gucken, ob es klappt. Ich glaube, der Absender der Briefe ist ein Priester. Genau, das wissen wir schon. Ein Priester, der Neria so böse Briefe schreibt. Ich habe heute einen Brief von Abt Eferin erhalten. Er schrieb, dass er eines seiner Mitglieder wegen Ketzerei exkommuniziert hat und dass dieser Priester außerdem bis vor kurzem noch auf Burg Lutera war. Ich suche nach diesem Priester, aber es ist schwer, ihn zu finden oder schwer herauszufinden, wohin er gegangen ist. Warum fragst du nicht einmal Abt Eferin nach weiteren Informationen? Der Läufer hier auf dem Boden, den haben wir im Flur liegen.
Das Muster ist fast genau das gleiche, nur ein bisschen kleiner. Wie faszinierend. Meine Männer werden so lange Neria im Auge behalten. Naja, ist ja mal krass. Ist mir ja noch nie aufgefallen, dass der Teppich so aussieht wie bei uns hier im Flur. Ich muss mal ein Foto davon auf Discord posten. Ist echt fast genau so. Wie krass ist das denn? Ja, weiter geht's erstmal, aber jetzt wieder mit der Story hier. genau. Wir wissen also irgendwie, was es für ein Priester sein könnte. Jetzt müssten wir natürlich wieder mal wegporten, aber das machen wir jetzt gerade mal nicht. Wir gehen noch hier hin zum König. Ich weiß gar nicht, warum der auf einmal auch wieder eine Quest hat. Du bist da. Ich wünschte dir eine gute Reise. Ich hoffe, dass du auf deinem Weg auf viele nette Gefährten stößt. Ich persönlich wünschte, du könntest noch ein bisschen länger an meiner Seite bleiben, aber das wäre wohl egoistisch von mir. Ich frage mich, ob ich wohl gute Arbeit leisten werde, wenn du fort bist. Okay. Warum kommt auf einmal hier so eine Quest vom König? Nun, da das Schicksal Lutheras auf seinen Schultern lastete, sollte ich Tyrain versichern, dass er ein guter König sein wird. Aber den kennen wir doch schon so lang, den Tyrain. Was ist denn hier los jetzt auf einmal? Na gut. Vielleicht wurde die Quest zurückgesetzt oder so. Ich mache sie jetzt einfach nochmal. Ich weiß nicht, ob das genau die Quest ist, die ich schon gemacht habe, oder ob die einfach später ins Spiel reingekommen ist. So, ist er ermutigt, der König? Nicht so wirklich, ne? Irgendwie. Versuchen wir es nochmal. Es hat immer noch nicht geklappt. Du versuchst alle um dich herum zu motivieren. So, Teil 2. Jetzt alle guten Dinge sind 3. Hat alles nicht funktioniert. Vielleicht will er das Lied der Tapferkeit hören, steht da jetzt. Okay, das kann es natürlich sein. Das könnte helfen. Jawohl, der König ist glücklich. Und Opa Rainer fragt, warum geht die Webcam nicht? Die Webcam geht nicht, weil ich im Moment die Webcam nicht einschalten möchte. Der ist ausgeschaltet. Generell, weil ich morgen erst wieder mit Webcam, also ab nächste Woche erst wieder mit Webcam spielen will. Ich hatte gerade keine Lust, Licht anzumachen und ich möchte gerade ganz gechillt. Gerade eben die Pizza gegessen, jetzt bin ich ein bisschen breiter, ne? Dann bräuchten wir eine Breitbildkamera, haben wir nicht. Ne? Also, ne, ich will einfach mal ganz gechillt spielen, mich aufs Spiel konzentrieren, nicht gucken, ob ich gerade hier irgendwie links ein Haar abstehen habe oder sowas. Einfach mal ganz locker flockig. Webcam gibt's ab morgen wieder. Bitte hör auf, jetzt machst du mir auch noch solche Komplimente, sagt der König. Das ist mir fast schon peinlich. Ich verstehe schon. Ich werde nie wieder so jammern. Genau, du musst nämlich hier der König sein. Ja, keine Ahnung, warum der eine Quest jetzt hatte. Weil die hier versuche ich schon die ganze Zeit zu kriegen, ne? Diese, der Junggeselle. Da seht ihr, bin ich nur bei Weisheit kurz davor, es zu erreichen. Aber Mut brauche ich immer noch sehr, sehr viel. Darum komme ich mit ihm nicht weiter, so von der Beziehung her, ne? Also... Darum hat mich das jetzt so gewundert, dass er vor allem eine Quest hat. Aber auch die Folgequest sehe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm hier. Nö, dann, gut. Brauchen wir hier nichts mehr zu machen. Wir können jetzt schauen, was denn dieses Kloster rausgefunden hat von dem Priester. Zack. Der böse Priester, der Neria böse Briefe schreibt. Mal gucken, ob wir den nochmal finden. Und hier seht ihr jetzt, ich hänge hier gerade, ne? Abgrund-Dungeon. Ich komme nur nicht rein. Darum muss ich, glaube ich, in Vern die Hauptquest weitermachen. Würfel stand da gerade auch davor, komme ich aber auch noch nicht rein. Deshalb, glaube ich, muss ich auch noch in Vern die Hauptquest weitermachen. Viele Inhalte hängen halt an Quests. Mögen die Götter mit dir sein. Und genau, mal gucken, ob ich die heute schaffe. Das ist heute mein Ziel, so bis so... 12:30 so rum. Ne? Wir werden also noch so mindestens 2 Stunden streamen. Und ich hoffe, heute kommen wir ins Würfel-Dungeon, ins Abgrund-Dungeon. Und heute werden wir die 420 knacken.
Ich hoffe es. Aber erstmal gechillt. Castleford sagte mir, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob es derselbe Mann ist, der den Damen auf Burg Lutera diesen Brief geschickt hat. Aber der verdächtige Mann, der letztens in der Burg gesehen wurde, muss das vor kurzem exkommunizierte Mitglied meines Klosters sein. Er wurde exkommuniziert, nachdem herauskam, dass er ein Heretiker war. Ich habe gehört, dass er danach zu Burg Lutera ging. Es ist ein junger Mann namens Fabir. Vielleicht findest du dort, wo er untergekommen ist, einige Hinweise. Sieh dich doch dort einmal um. Was ich halt so faszinierend finde, ist, dass so eine Riesenquest ist für so ein bisschen Beziehung bei der Neria. Dass da so eine Storyline drin ist. Aber die Neria in der ersten Taverne in Brighton war ja auch lustig. Die hat ja immer falsch gekocht und so. Oder Ekliges gekocht. Darum, ja, manche Beziehungsquests scheinen wohl wirklich viel Inhalt zu haben. So etwas hat Spuren hinterlassen. Dieses Flittchen. Am Ende sind sie doch alle gleich. Sie lächeln mich an, verführen mich mit ihren Augen, halten mich in ihren Armen. Und letztendlich haben sie mich doch alle betrogen. Jeder einzelne von ihnen. Sie müssen bezahlen. Mit mir ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Die Handschrift verkommt immer mehr zu unleserlichem Gekritzel. Okay. Dann sollten wir mal wieder mit Castleford sprechen, finde ich. Jetzt wissen wir wenigstens, wie der Übeltäter heißt. Wir haben einen Namen und vielleicht können wir ihn ja auch noch besuchen. Vielleicht kriegen wir das heute fertig mit Neria. Aber ist cool, dass du fragst, Opa Rainer. Ja, das ist wirklich so. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Streamen. Damit kannst du leichter durch. Macht Spaß, ja, also mit euch zu quatschen und mit euch zu reden. Auch Spiele macht Spaß. Aber was halt nicht Spaß macht, ist, dass man sich manchmal auch, ja, was heißt, verstellen muss. Man muss sich wie im Fernsehen so einen Moderator vorbereiten. Ja, man muss halt wie so ein Tagesschausprecher den schicken Anzug anziehen. Naja, hier ist es halt dann das schicke T-Shirt. Man muss sich die Haare glätten. Man muss sich vielleicht den Bart rasieren. Man muss das Licht richtig machen, damit die Kamera auch eindeutig Bilder erkennt und nicht irgendwie nur so eine graue Masse zeigt. Und man muss das Zimmer aufräumen, dass im Hintergrund es nicht aussieht, als wäre eine Bombe explodiert. Ne? Und das sind alles so Sachen, das ist fast wie Fernsehen. Und ja, ich habe Wochenende. Ich habe gerade keinen Bock da drauf. Die ganzen Aufgaben gerade zu erledigen. Ich will einfach nur mit euch zocken, gemütlich spielen, bisschen quatschen. Darum, nein, heute gibt's keine Cam. Ich verstehe. Wir sind gerade einem Verdächtigen auf der Spur. Meinen Berichten zufolge hat er versucht, Säure auf Neria zu werfen. Er hat sich in die Schwarzrosenkapelle begeben. Würdest du ihm folgen? Ja klar. Jetzt wissen wir endlich, wo er ist. Oh nö, die Schwarzrosenkapelle ist ja auch schon wieder ganz am anderen Ende der Welt. Der ist ja hier. Uiuiui. Wir sind hier von einem Gebiet zum nächsten Gebiet. Jetzt hat er die schon mit Säuren beworfen. Was ist das für ein rabiater Typ? Was für eine Beziehungsquest? Wie viel wandern wir denn hier noch? Du hast auf jeden Fall jetzt diesen bunten Hut, den ich habe, ne? Wenn ich hier jetzt so schreibe, wenn ich hier mal so ein schönes Emote mache, hast du jetzt mit 12 Monaten ja auch diesen schicken Hut hier vor dir. 12 Monate Abzeichen. Ein besseres gibt's noch gar nicht, soweit ich das weiß. Ich glaube, wir können noch gar kein höheres Abzeichen kriegen. Das muss ich jetzt aber mal kurz nachgucken. Ihr seht ja diesen Regenbogenhut da vor mir, weil mir ist nichts mehr eingefallen. Es gab halt Bronze, Silber, Gold. Dann gab es Platin und dann irgendwie so, ja, diesen Regenbogen, alle Farben Hut irgendwie. Aber, ja, wie könnte man denn noch bessere Belohnungs-Items machen, so für 15 Monate oder irgendwie sowas? Ich habe echt keine Idee mehr gehabt. Welche Farbe könnte man dann machen? Oder soll man statt einen Hut auf einmal einen Zauberstab machen oder irgendwie sowas? Ich habe halt keine Ahnung. Ne? Da muss ich ehrlich sagen, fand ich halt faszinierend, dass wir überhaupt so weit gekommen sind.
dass wir überhaupt die 12 Monate erreicht haben und ihr noch einschaltet. Ich hätte ja nie gedacht, dass einer 12 Monate hier abonniert. Ich habe ja echt gedacht, komm, das reicht jetzt für die nächsten 5 Jahre, wenn du hier ein paar von den bunten Hütchen reinpackst und dann kommt ihr und schaltet immer wieder neu ein. Super coole Sache. Aber dran geglaubt hatte ich am Anfang ja nicht. So, deshalb ist wirklich für mich so die Frage, was könnten wir denn noch machen? Was hättet ihr denn für Ideen? Habt ihr vielleicht interessante Ideen, was man hier auf meinem Kanal für Belohnungszeichen machen könnte? Ich fand die Hüte ziemlich cool. Ich wüsste jetzt nur nicht, jetzt so einen grünen Hut oder das sieht ja da nicht so wichtig aus, oder? Ich finde jetzt, wenn man jetzt die Hüte noch ein bisschen verschönern würde, das bringt's ja nicht, oder? Meint ihr nicht, man sollte irgendwie diese Abzeichen noch verbessern? Ich kann nämlich jetzt, ich sehe es hier gerade, weiter so, bei deinem nächsten Abzeichenslot wird am 9. September 2022 freigeschaltet. Ah ja, den 1,5 Jahre Hut kann ich bald, also 1 Jahr und 6 Monate, den Hut kann ich bald hochladen. Halt im September. Und dann gibt es noch einen 2-Jahre-Hut. Darum ja. Ne, Moment. Oh Gott, ich kann den 1,5-Jahre-Hut schon hochladen und auch den 2-Jahre-Hut. Ach, der danach kommt am 9. September. Ja, also ich könnte jetzt schon 2 neue Abzeichen hochladen. Bronze, Silber, Gold. Ich hatte irgendwann mal überlegt, Rubin, Platin, irgendwie so, also mit irgendwelchen Edelsteinen oder so. Was meint ihr, Edelsteine oder Zauberstäbe? Dann mehr so große wie Gandalf oder mehr so kleine Handzauberstäbe oder doch ein Schwert? Weil wir haben ja jetzt schon Zaubererhüte, brauchen wir vielleicht einen Helm, einen Kriegerhelm? Was würdet ihr gerne sehen als 1,5 Jahre Belohnung oder 2 Jahre Belohnung bei den Abo-Abzeichen? Okay, weiter geht's. Ihr macht nur bunte Dinger. Ja, Silberkind hat auch schon 5 Monate Abo hier, den goldenen Hut. Sehr schön. 3 Monate. Der Hut ist für das 3-Monats-Abzeichen. Du kriegst nächsten Monat das 6-Monats-Abzeichen. Das ist dann ein Platin-Hut. Also das soll Platin sein, ist halt so ein Blau, helles Blau. Soll halt Platin sein. Danach kommt so ein Zaubererhut mit so Sternchen, dunkelblau, so ein bisschen kennt man das von Mickey Mouse. Und danach dieser Regenbogenhut. Ach ja, daran erkenne ich sofort, wie lange ihr schon dabei seid. Nur an der Farbe. Wie schön ist das denn? So, jetzt ist das der Ritter? Nee, das ist nicht der Böse. Willkommen! Wir sind einem Verdächtigen hierher gefolgt. Da seht ihr mal, wie wichtig die Beziehungsquests sind, dass die sogar vertont sind. Die Nebenquests sind nicht vertont. Die Beziehungsquests sind vertont. Also, der Verdächtige ist irgendwo hier. Er hat in der Kirche Unterschlupf gesucht. Sollen wir reingehen und ihn festnehmen? Ich gehe zuerst rein. Bist du sicher, Königsritterin? Das wissen wir natürlich zu schätzen. Dann werden wir hier auf dein Signal warten. Sei bitte vorsichtig. Okay, jetzt gucken wir aber mal hier. Muss ich jetzt echt durch Dungeon nochmal laufen? Die wollen mich... Nein. Nicht wirklich, oder? Habe ich alle Geschichten, dann brauche ich die nicht mehr. Ich muss doch nicht nochmal durchs Dungeon jetzt laufen, oder? Für eine Beziehungsquest doch nicht. Sieht auf jeden Fall knapp so aus, als müsste ich rein. Ja, ihr wisst vielleicht, warum ich das mache, ne? Mobs. Ne, ich brauche noch 2 Geschichten hier. Und dann noch 10 Schlüssel von Nahun. Ja? Also, und Beziehungen, ne? Also, auch hier fehlen mir Sammelitems. Sammelitems sind echt teuer. Aber Siggi. Wer ist Siggi? Uni, was möchtest du mir jetzt mit Siggi sagen? Ich kenne Siggi nur als Abkürzung für Siegfried oder Siegmund oder sowas. Was heißt das? Da ist er. Da ist er, der Neria, die bösen Briefe geschrieben hat. Ich sehe ihn. Uiuiuiui.
Haptisch. Den stellen wir jetzt mal hier zur Rede. Sie ist an allem schuld. Sie hat mich verdorben. Wer? Okay, ich muss weiter mit ihm reden. Vielleicht kommt noch mehr raus als Info. Wie ärgerlich. Du wagst es. Was? Warum funktioniert der Fluch nicht? Da ist er! Steh auf, du bist verhaftet. Sehr gut, wir haben unseren Mann. Danke. Faszinierend. Jo, also, kleine Mini-Cutscene, aber genau dafür ist es ja schön, als Belohnung sowas zu bekommen für so eine Beziehungsquest, ne? Wenn man sich schon mit den Beziehungen rumschlägt, wenigstens so ein bisschen Geschichte. Fand ich schon okay. Der hat uns versucht zu verfluchen, hat nicht geklappt. Neria wird jetzt glücklich sein. Jetzt kriegen wir ganz viele Beziehungspunkte. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leichter durch Luterra reisen. Und dann gucken wir mal, was uns noch an Quests erwartet. Wie geht die Story weiter? Wann kommen wir ins Würfeldungeon? Wann kommen wir ins Abgrund-Dungeon? Würfeldungeon bin ich schon vom Item-Level viel zu hoch für. Das erste dürfte ich eigentlich schon besuchen. Ich weiß nur nicht, welche Quest. Uma hat mir schon die Aufgaben dafür gegeben. Die Gilde braucht schon diese Aufgabe erledigt. Ach, ich muss so viel tun. Nur ein verdrehter Geist wie seiner kann solch ein Verbrechen begehen. Unverzeihlich. Wenn er meiner Tochter so etwas angetan hätte, hätte ich ihn nicht am Leben gelassen. Einige der Priester arbeiten an Fabiers Fluch. Mittlerweile sollten sich alle wieder erholt haben. Könntest du einmal nachsehen? Ah ja, die waren ja alle krank irgendwie von diesem Fluch. Ja, dann gehen wir doch mal hier zum Marktplatz, gucken, was da los ist. Was für eine Riesenquest. Ich will doch nur den Abenteuerfolian fertig haben. Neria soll mich doch nur gerne haben. Oh, schön. Hier wieder. Irgendwie kriege ich die Steine jetzt so schnell. Jeden Tag gehe ich zu dem Ding und habe irgendwie genug von diesen, damit ich mir wieder hier ein neues Item suchen kann. Das ist schon krass. Uni hat eben auch gefragt, ob ich die Belohnung schon eingetauscht hätte. Die Serverbelohnung, die kann man hier oben eintauschen. Ja, die habe ich schon am Donnerstag Mittag eingelöst. Am Freitag hatte ich auch schon gestreamt. Ja, habe ich also schon. Ich habe im Moment so viele Kisten. Ich komme halt gerade leider gar nicht mehr so richtig klar, welche Kisten ich alle habe und was ich eigentlich noch alles machen muss. Also, zurzeit bin ich völlig überfordert mit dem Spiel, weil ich so viele Kisten habe. Ich zeige euch das mal hier gerade. Ja, da habe ich jetzt schon wieder Zugangsticket zur Halle der Stille, weiß ich nicht, was das sein soll. Dann habe ich hier wieder ganz viele lilane Berserkerbücher. Eigentlich muss ich auch noch die Missachtungs... Also ich muss die ganzen Gravuren freischalten. Dann habe ich hier noch eine Truhe zu Kampfgegenständen, die ich immer wieder neu kriege, immer wieder mehr werden. Dann habe ich auch noch Truhen, wo die Harmoniestücke und Taschen... Also man kriegt so viel Belohnung, man darf gar nicht wann, wie, wo man... Unas Aufgaben könnte ich täglich 5-mal sofort abschließen. Ich bin völlig overdrived, überfordert. Ich hörte, jemand von außerhalb hätte Ritterehren erhalten. Also man, ich weiß schon alles, was ich damit machen kann, ja, nur ich mach's halt nicht, weil weil ich halt irgendwie die Story weiterbringen möchte. Neria kann das auf keinen Fall verschuldet haben. Den Fluch, genau, Neria war es nicht schuld.
Ich bin vollständig genesen, dank Lutera. Super. Es wird Zeit, dass wir uns wieder aufrappeln. Also, ihr habt's gehört. Nere ist nicht für den Flug verantwortlich. Das geht heute auf mich. Haben ja alle gedacht. Ich hätte Nere ja nie verdächtigen dürfen. Alle anderen haben gesagt, dass sie es war. Also habe ich ihnen geglaubt. Aber ich hätte ein solch haltloses Gerücht niemals glauben dürfen. Meine Taten sind unentschuldbar. Dennoch möchte ich auch dich um Verzeihung bitten. Ich werde Neria bald in ihrer Taverne besuchen, um mich bei ihr zu entschuldigen. Das sollte ich persönlich tun, nicht wahr? Ja, du solltest besser ein Geschenk mitbringen. Das ist doch klar. Denkst du, ich weiß das nicht? Aber ich kann mir etwas so Teures nicht leisten. Wie wäre es mit etwas Obst? Okay, ich besorge teure Früchte. Meine Güte. Eine Menge Leute wollen sich bei Neria entschuldigen. Sie hat ihnen allen mit einem strahlenden Lächeln verziehen. Obwohl sie hinter ihrem Rücken so schlecht über sie geredet hatten. Sie ist so ein guter Mensch und das sage ich nicht oft über andere Frauen. Ich werde ihre Taverne ab jetzt öfter besuchen. Alles wendet sich zum Guten. Wie schön ist das denn? Wir setzen große Erwartungen in ihn. So. Frische Blumen! Zeigt euren Liebsten, wie viel sie euch... Toll, wenn es in der Taverne nach einem langen Arbeitstag endlich ruhig ist. Zum Glück geht es allen wieder besser. Aber... Ich erinnere mich jetzt wieder an ihn. Er litt jeden Tag darunter, dass er sich von den anderen Priestern nicht akzeptiert fühlte. Ich kann nicht glauben, dass er so tief gefallen ist, anderen etwas anzutun. Gariane, wenn du nicht gewesen wärst, wäre auf Burg Lutera noch Schlimmeres geschehen. Ich bin dir ewig dankbar. Danke, dass du mich beschützt hast. Nun kann ich hier bleiben, an dem Ort, den ich so sehr liebe. Ich widme das nächste Lied meinem mutigen Ritter. Ah, ein Ritter. Ja, ist das? Was für ein Glücklicher. Ich wünschte, ich wäre ihr Ritter. Wirklich? Wer ist das? Ist sie gut. Naja, manchmal sind die Emotes ein bisschen albern hier im Spiel, aber war schon nett. Ich bin dir so dankbar, dass ich mein Leben in Lutera wiederhaben darf. Ich bin zwar traurig, dass ich dir nicht folgen kann, aber wenn du es möchtest, brauchst du es nur zu sagen. Nee. Meine Musik wird immer bei dir sein. Ich mach das schon alles allein. So, 600 Beziehungspunkte. Sehr schön, da oben. Zack, hier, ne? Ja, nee. Ach, das waren die Steine, ne? Das waren gar nicht die Punkte, oder? Nee, doch. Ich weiß nicht. Egal. So, habe ich mal wieder alles nicht gerafft. Kein Problem. So, fertig. Eine schöne Beziehungsquest mit einigen kleinen Mini-Cutscenes. Und wir können weiterreisen. Wo können wir hinreisen? Zum Wellenstrandhafen. Weil hier haben wir auch noch zwei neue Quests. Ja, ich sag ja, es ist schon faszinierend, wo man überall Quests bekommt. Ja, also für den König haben wir eben noch eine Quest gefunden, dann für die Dämonengeschichte, jetzt im Wellenstrandhafen eine Beziehungsquest, weil ich auch hier Neria hab und Kals. Und dann kommt noch im Anwesen da oben auch noch eine Quest. Woher kommen die ganzen Quests? Ich verstehe es nicht. Vielleicht von den Ratgebersachen? Vielleicht, weil sie gemerkt haben, ich werde 50? Jo, und hier seht ihr, ich brauche diese Sprungsteine, ne? Also Chaos Dungeon würde uns schon reichen und der Wächter Raid. Aber die anderen Sachen möchte ich halt auch alle mal sehen. Deshalb müssen wir uns noch ein bisschen umgucken. So, was machen wir jetzt hier? Welche Beziehungsprobleme haben wir hier? Warum haben wir hier eine Beziehungsquest? Und zwar Neria möchte sich überall entschuldigen. Neria ist auch hier in dieser Taverne eine, Wirtin. Kann man so sagen, ne? Und hat ganz vielen Leuten Eheverträge versprochen, weil sie irgendwie besoffen war und hat dann jedem gesagt, ey, wir verloben uns, wir verheiraten uns und so weiter und so fort. Und jetzt soll ich mich bei denen allen entschuldigen, wo sie einfach so mit besoffenem Kopf
gesagt habt, lass uns heiraten. Also auch wieder total crazy. Aber gut, mach mal das. Oh nein. Empfindest du etwa auch etwas für Neria? Nee. Oh, bei den Göttern, ich verehre sie wirklich. Ich würde sogar mit der Königsritterin wetteifern, die Lutera zurückerobert hat. Oh, aber ich würde zweifellos verlieren. Ich überlasse also dir den Vertrag. Aber bitte tu mir einen Gefallen. Milz von der Handelsgilde hat irgendwie auch einen Ehevertrag mit Neria. Aber er ist bereits verheiratet. Bitte hol dieses Dokument zurück und vernichte es, damit er Neria nichts anhaben kann. Also der war einer für Neria, dann... Neria hatte ganz schön bunt getrieben, muss man sagen, ne? Also, kann ja wohl nicht wahr sein hier, mit wem die alles Eheverträge macht. Heftig, heftig, die Dame. Naja, wenn man mit 10 Ehevertrag macht, hält es vielleicht bei einem, ne? Vielleicht ist es die Chancen aus... Vielleicht hat sie sich gedacht, na dann eines klappt dann vielleicht für immer oder so. Naja. Wovon redest du? Dir ihren Ehevertrag geben? Nein, kommt gar nicht in Frage. Ja, das wird doch mal ein aufschlussreiches Gespräch. Okay, ich frage ihn nochmal. Ich bin nochmal ganz nett. Fragen wir ihn nochmal. Wow, woher wusstest du das? Ihn fragen, ob er verheiratet ist. Und er sagt jetzt, woher wusstest du das? Ja, das hat mir jemand verraten. Bedrohen und drohe mit Nachdruck seiner Frau davon zu erzählen. Versuchen wir das mal. Und? Du hast diesen Mond noch nicht. What? Bedrohen. Was geht ab? Ja. Jetzt hängen wir an der Beziehungsquest, weil ich das Emote noch nicht habe. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen verrückt, ne, oder? Ich muss mal gucken, wo sind die ganzen Sachen. Emotes da. Das kann allerdings sein, ne? Weil ihr seht ja, manche Sachen kriegt man hier zum Beispiel auf Burg Vern erst, ne? Dieses Respekt. Ne? Hier, das kriegt man im Mokoko-Dorf. Hier, das kriegt man in der Wiege des Meeres. Es kann natürlich sein, dass wir Bedrohung wirklich noch nicht haben. Liebesheim müssen wir noch eine Quest. Ja, es ist echt noch super viel, was wir machen müssen. Ja, Bedrohung sich. Doch, da drohen. Inselherzbelohnung. Diese Emote kann als Teil einer Inselherz-Sammlungsbelohnung erhalten werden. So, haben wir noch nicht. Heißt, dafür müssten wir jetzt wieder was ganz anderes machen. Die Beziehung hat sich also erledigt, die Beziehungsquest. Inselherzen. Ja, Belohnungsinfo. Da, Drohnen. 10 Stück müssen wir machen. 10 Inseln. Dann können wir hier auch weitermachen. Dann können wir hier drohen. Das war's. Erstmal für diese Beziehungsquest. Willkommen im Club, sagt Uni. Ja gut, aber so läuft's. Ne? Kann man nichts dran machen. Drohnen muss man erstmal lernen. Also Inseln erledigen. Dumm gelaufen. Aber wir mussten hier so hin. Ne? Ich bin ja nicht umsonst hier hin. Weil da ist ja noch eine andere Nebenquest. Und wir müssen hier in den Hafen. Nach Vern. Ne? Also von hier aus geht's gleich mit dem Schiff weiter. Ist alles nicht umsonst, was wir hier machen. Hat alles seinen Zweck. Immer ganz kleine Schritte, ne? Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Tropfen für Tropfen höhlen wir hier den Stein. Erledigen wir hier die Aufgaben. Guten Tag, Königsritterin. Ich bin Anne, Butler der Familie Moronto. Vor kurzem hat seine Majestät Tyrain eine große Menge Schiffe geordert. Darum sind unsere Schiffsbauer äußerst beschäftigt. Wir hängen sogar bei der Inventur der Holzbestände, Überbestände und beim Verarbeiten der Nebenprodukte für die Handelsgilde hinterher. Aber niemand von uns hat Zeit, sich darum zu kümmern. Würdest du uns helfen? Es wäre sehr hilfreich, wenn uns jemand nur einmal am Tag dabei aushelfen könnte. Jo, ja, die Schiffswerft befindet sich am östlichen Ende des Hafens. Gut.
Wir sollen denen helfen, weil Tyrion ein Schiff will. Okay. Ja, dann mal wieder so wirklich eine Nebenquest. So, ne? Macht wenig Sinn, keine Sprachausgabe. Ist nur ein bisschen, wie nennt sich das, Beschäftigungstherapie. Aber, ne? Was sein muss, muss sein. Wenn es sonst keiner macht, ne, Garion hilft dann auch mal gern. Da muss ich denn machen. Bringen die Produktbestände zur Handelsgilde. Hä? Ach, ich muss da hinten aufheben. Eieiei. Wie, du hast es auch gemacht, historischer Plünderer Alf? Krass, ich bin nicht der einzige Doof, der diese Aufgaben macht. Wer hätte denn gedacht, dass das noch einer macht, hier durch den ganzen Hafen zu laufen? Für so eine Nebenquest. Und hey, sieht aus, als dann hängt man hier ab. Hast du jemand Verdächtiges gesehen? Übrigens, hier habe ich mein Angeln geskillt. Ne? Also hier habe ich die ganzen Angelquests für die Gilde gemacht. Hier diese Angelstelle ist wunderschön, die funktioniert die ganze Zeit. Hier in dem Hafen und genau. Da habe ich echt. Was soll ich tun? Viele Punkte zusammengekriegt. Nee, ne. Nee, ne. Boah, noch weiter auseinander geht's ja wohl nicht. Da haben sie sich ja nicht mit Ruhm bekleckert jetzt mit dieser Quest. Ja, ich würde euch gerne fragen, was ich denn als nächstes tun soll. Ob ich mal Insel machen soll. Dieser riesige Thunfisch spricht mir noch das Kreuz. Dass wir Inselmarken bekommen. Oder ob ich Nordwörn weiter leveln soll. Ja, also wir haben halt zwei wichtige Sachen, die erledigt Möchtest werden müssen. Möchtest du einen Brief verschicken? Ich zeige euch gleich welche. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr so abstimmt. Was ihr am liebsten sehen würdet. Das bringt uns alles weiter, nur immer in andere Gefilde. So, das hat doch gut geklappt. Und jetzt sprich mit dem Gildenleiter hier. Okay, diesmal nicht bedrohen. Was bringt die Königsritterin hierher? Butler Anne schickt mich. Ah, du bist also im Namen der Familie Moronto hier. Der Gildenmeister sagte, er hätte etwas Wichtiges mit Anne zu bereden. Du solltest zu Inesis gehen. Oh. Ach, der ist hier. Ja, das kann man machen. Schön, dich kennenzulernen, Königsritterin. Ich bin Onesis, Meister der Wellenstrand-Handelsgilde. Ich kann nicht glauben, dass Anne dich rekrutiert hat. Würdest du uns einen Gefallen tun? Ja, was denn? Der Schmuggel gerät langsam aus dem Ufer. Die Schmuggler sind schlimm genug, aber ihre Hehler sind noch schlimmer. Könntest du sie der Wache zuführen, wenn du sie am Hafen findest? Und was ist mit dem Quacksalber auf Annika? Ha, ich wusste, dass mit dem etwas nicht stimmt. Eine Familie mit vielen kleinen Kindern zu Hause, ja klar. Ich habe gesehen, wie er ständig mit Inat und in der Taverne flirtet. So unverschämt. Als Meister der Gilde kann ich dieses Verhalten nicht tolerieren. Schwindler wie er haben keinen Platz in diesem Hafen. Ich autorisiere dich hiermit sofort zu handeln. Bitte melde ihm den Lord und verhafte ihn. Okay. Diese Hehler, diese Schmuggler aus Annika, den haben wir schon vorher mal kennengelernt hier. Und jetzt sollen wir ihn auch dingfest machen. Haha. Ja, ist immer schön, wenn die Quests sich doch ein bisschen weiter verändern und man immer wieder noch Nachschritte macht in den Quests. So, und Kals, das ist nicht der Schmuggler. Was? Es gibt einen Quacksalber in der Stadt? Verstehe, ich werde sofort die Wachen losschicken. Könntest du ihn an der Flucht hindern? Ja, klar. So, können wir ihm ein Instrument spielen? Nein, auch er braucht im Moment 140, 140. Ne? Also auch hier kommen wir nicht weiter. Diese 140 ist so eine magische Beziehungsgrenze. Die muss ich irgendwann mal knacken. Dafür muss man viele Abenteuer vor die Aufgaben machen. So. Und zwar wieder ein neues Platinfeld-Ticket. Sehr gut. Das ist doch nicht schlecht. Und zwar seht ihr hier jetzt die zwei Aufgaben, die ich machen muss. Entweder muss ich hier mal endlich
paar Inseln abfahren, ja, zum Beispiel hier die Singende See, die Schlafliedinsel oder halt auch diese hier, Totopia, ne, immer Gegenstandsstufe 250, damit wir dort Inselmarken kriegen. Also entweder könnt ihr sagen, die Inseln, die auf dem Weg sind, soll ich auch mal besuchen und erledigen. Das dauert lange bei manchen Inseln, ja, da sind Mokoko-Samen drauf, da sind Kleinigkeiten drauf zu erledigen. Das kann was dauern. Es kann auch sein, dass wir es gar nicht machen können, was wir da auf den Inseln sehen. Aber wenn, dann würde ich dann hier so langfahren und sagen, okay, ich gucke mir erstmal die Insel an, die Insel der Ruhe. Dann geht es hier oben hoch, dann geht es hier hoch. Und dann geht das immer so weiter, bis wir dann in Wörn ankommen. Also die ganzen Inseln hier abfahren. Alles Geschichtssachen.